Herzlich willkommen zurück zu Fractured Space. Dieses Mal ausnahmsweise eine sehr offensive Gruppe, in der ich bin. Nach so einem Bäumchenwechsel-Spiel sind wir am Ende darauf hängen geblieben. Ja, bis auf die Leviathan, dem Dickschiff. Kein Heiler, nichts dabei. Aber der Gegner ist auch sehr offensiv. Bin echt mal gespannt, was das wird. Schon wieder eine Execution. Oh, drei Schiffe, zweimal Execution direkt von mir. Na, das wird ein Spaß. Dreh dich. Ah ne, ich häng da fest. Ja gut, jetzt habe ich mich doch allen Ernstes an dieser blöden Spitze da selbst gedreht. Ja. Sind wir direkt ins Hintertreffen gekommen. Ein Level hängen wir schon zurück. Fängt super an. Ich sehe es jetzt schon, das ist meine Runde. Aber auch nur, weil ich so blöd da hängen geblieben bin. Das ist echt ärgerlich. Ich habe zumindest einen Kill noch gemacht, aber trotzdem. Executioner. Da hinten sollte man auf jeden Fall holen. Ja, du Basilis, komm her, du bist super vor mir ausgekommen. Das trifft sich. Für mich ist das super, weil ich brauchte ja eine Front mit dem Reaper. Jetzt habe ich mich schon. Komm. Kann mich gerade nicht bewegen. Verdammt. Sehr schön. Hat mich diese blöde Gravitationsquelle dann festgehalten, kam ich nicht weg. Ich sehe keinen anderen. Alpha Nils von Hell. Okay, einer ist gesprungen. Ich würde sagen, ich bleibe trotzdem hier. Springe aber zurück. Um mein Upgrade zu holen. Wir haben noch 2 Minuten bis Gamma. Aber Alpha, die machen das. Sieht gut aus. Wir haben auch tatsächlich einen Vorteil jetzt endlich im Level. Tatsächlich gerade eine Stufe gewonnen. Bin ich quasi genau zum richtigen Zeitpunkt hier angekommen. Würde ich sagen, fliegen wir auch mal weiter. Gamma ist noch ein bisschen hin. Die Brawler hat auf mich gewartet. Ja, der ist hinter der Mine. Aber ich lasse den von oben kommen. Jetzt hat mich diese blöde Berserker schon
schon wieder erwischt, aber diesmal, du entkommst mir nicht. Hab ich gerade Berserker gesagt? Die Basilisk natürlich. So, die Executioner ist wieder da. Oh. Hat sich direkt in Schusslinie gesetzt. Ich habe gerade keine Energie. Das ist ein Problem. Jetzt ist leider dummerweise gerade Gamma. Ich hoffe, ich komme noch weg. Oh, hat er mich noch erwischt. Das war leider ärgerlich. Oh nein, und im Gamma sieht es gerade nicht so gut aus. Ja doch, sie machen es. So sah es zumindest gerade aus. Dass sie jetzt von hinten aufgeräumt werden. Das ist die Infiltrator. Da ist die Raider. Schon relativ angeschlagen. Executioner. Ich kann gerade nicht schießen. Disabled. Muss hin. Das ist aber ein harter Kampf, oder was? Versucht die mal gerade zu befreien. Ach, schade. So, Gamma gehört uns. Wieso? Ah, ich dachte schon, ich könnte die zerstören. Fand ich schon ein bisschen komisch. So. Nein, 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 da ist noch einer. Oh, das war jetzt nicht ganz so perfekt. Wer ist denn da noch? Die Basilisk war noch da. Gut, da gehe ich mich mal kurz heilen. Wie ich sehe, haben die anderen dieselbe Idee. Wir haben jetzt tatsächlich einen kleinen Vorteil. Level steigt auch gleich. Also ein halbes Level Vorsprung. Da haben wir gewonnen. Oh, nee, nee, nicht rausfliegen. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich es ein bisschen eilig. Ich wollte zur Mine. Ah, okay. Na gut, nehme ich das Level doch direkt mal mit. Wen haben wir denn da? Die Raider haben wir wieder. Ganz alleine. Das würde mich ja tatsächlich ein bisschen wundern. Aber es könnte sein, dass die Alpha jetzt wirklich massiv attackieren werden. So, um den Druck ein bisschen zu erhöhen, lasse ich mal meine Mitspieler. Die Raider weiter attackieren und die Mine holen, während ich versuche,
hier die Verbindungsstation zu besorgen. Wir haben nur die Basilisk, die sich unsichtbar machen kann. Als Gegner. Okay, das war natürlich jetzt massiver Angriff. Oder Verteidigung besser gesagt von denen. Da kann ich dann natürlich nichts mehr tun. Ich hoffe, es hilft meinen Leuten. Alpha ist auf jeden Fall jetzt Ruhe. Ach Quatsch, den wollte ich gar nicht auswählen. Und auf Beta. Oh, ja. Können das meine Leute hoffentlich nutzen? Ja, unsere Executioner zieht sich zurück. Ist klar. Oh. Nicht getroffen. Ah, das wird übel. Aber er schafft's, glaube ich. Wenn auch knapp. Springe direkt mal zu dem Jump Point, den er da gesetzt hat. So, können wir direkt mal die Mine einnehmen. Okay, die Raider ist wieder da. Wo ist er denn jetzt? Boah, das war natürlich jetzt echt übelst. Okay, das war jetzt wirklich unglücklich. So wie ich da positioniert war. Wie die rausgekommen sind. Da. Achso, den kann ich ja nicht auswählen. Nichtsdestotrotz, wir haben einen Level-Vorsprung. Und den verteidigen wir auch. Da, wie ich sehe, im Better gehen sie weiter vor. Weil die auch massiv ja gerade nach Alpha gesprungen sind. Logischerweise zur Verteidigung. Und ich werde dann auch direkt zu Gamma springen. Er sagt es gerade richtig. Gamma ist nämlich für uns jetzt echt wichtig. Um den Druck einfach auch aufrechterhalten zu können. Den Modus brauchen wir jetzt. Und ich stelle mich mal mehr nach oben in der Station. Den Bonus. Oder ist das Bonus? Um nicht direkt gesehen zu werden. Ach, das hatte ich gemeint. Ich habe ihn aber auch gut getroffen. Ist okay. Und jetzt ist da schon wieder einer über mir. Habe ich aber heute echt Glück mit. Und natürlich die Basilisk, war ja wieder klar. Das ist heute mein Lieblingsgegner. Ich müsste den, glaube ich, auch noch erwischt haben, oder?
Ja, ich habe ihn auch noch erwischt. Bonus. Ach ne. Von wegen, von uns sind 3 zerstört worden. Ach komm, was macht denn da unten? Steel ist Executioner. Ja, jetzt ist es ausgeglichen da. Das heißt, es hängt wieder davon ab, wer als nächstes nachjoinen kann. Aber wir haben. Ja, gut, jetzt kommen gleich 2 von uns wieder. Man sieht ein kleiner Vorteil gerade beim Capturen bei uns. Aber der ist so klein. Und vor allen Dingen sind auch nur 2 Schiffe von uns da. Aber jetzt komme ich. Jetzt sind wir gleich wieder 4. Ich hoffe, wir können das nutzen. Alle von uns sind wieder da. 2 fehlen bei denen. Das ist eigentlich jetzt ein Vorteil. Jetzt die Dinger da weg. Dann jetzt die Basilisk, bitte. So, auch die ist weg. Executioner wieder. Ah, jetzt hängt sie. Das ist doch. Also. Also, wir haben Gamma auf jeden Fall. Oh, sehr schön. Da wollte er springen. Oh, das. Zu Alpha, mittlere Mine holen. Oh. Und wir haben gewonnen, weil unsere Gegner leider nicht weiterspielen wollten. Das ist schade. Denn ich. Achso, ja, okay, ein Disconnect sehe ich gerade. Oder ist der gerade. Ne, der ist gerade raus. Das hätte durchaus noch ein interessanter Kampf werden können und wir sehen uns dann. Im nächsten Spiel. Bis dann. Ciao.